Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Inscription. Und ich kann euch gleich mal vorweg sagen, wir haben die Satellitenschüssel gemacht und ich habe den Boss versucht gehabt, aber mein Mikrofon hat nicht aufgenommen. Bedeutet also, er wird jetzt noch was sagen. Ich meine, ich habe dann gemerkt, okay, mein Mikrofon funktioniert nicht. Habe dann mich vom Gegner killen lassen. War nicht so schwer. Einfach keine Karten spielen. Und das heißt, wir sind jetzt seit dem Bosskampf noch da, aber er sagt halt nicht die Anfangssachen, sondern vielleicht irgendwas wie, du bist wieder da. Das haben die anderen ja auch gesagt. Mal abwarten. Auf jeden Fall gehen wir jetzt mal hier an der Kurbel drehen und hoppala, entpacke Donnerlittchen.zip. Das Netz. Es erwartet uns. Gleich verbinde ich mich mit dem Netz. Donnerlittchen, das Netz ist wirklich klasse. Ein echter Maulwurf. Klasse. Soweit, so gut. Bedeutet 4 Damage, der abgewehrt wird. Ich könnte jetzt einfach die erste Phase überspringen und ganz ehrlich überlege, ob ich einfach alles mit Bomben vollsetze. Und dann noch Nanobot-Panzerung. Das mache ich auch. Damit wir die erste Phase schnell überstehen. Soweit, so gut. Ich nehme eine neue Karte. Und werde einfach auf Beenden klicken. Ich meine, ja, den Springbot könnte ich jetzt machen. Aber ich gehe jetzt auf Beenden. Du hast eine Karte aus dem Netz bekommen. Meinst du nicht, du solltest den Gefallen erwidern? Eine Karte für jemand anderen erstellen? Ja, das würde ich gerne machen. Die Frage ist nur, bekommt er dadurch einen Vorteil oder nicht? Also Energiekosten, denke ich, ist am besten wenige. Das heißt, am besten eine Nullerkarte, die kann man jederzeit spielen. 2-1er. Minus 1 WP. Einen 1-1er, der vielleicht noch eine Energie gibt. Ah. Kostet 1. Ist ein 2-1er mit einer Energie. Ja, machen wir hier. Der sieht doch total nett aus, ja. Und wir nennen dich Robo LOL. Robo, krasses, Baller, Schrott. Robo-Schrottteil. Passt. Bestätigen. Gleich schicke ich sie ins Netz. Okay, Robo-Schrottteil kommt ins Netz. Ich hoffe, dem Empfänger gefällt sie. Warte einen Augenblick. Okay, ich warte. Wow, ich habe jemanden im Netz gefunden, der deine Karte erhält. Wenn dieser Spieler gewinnt, gewinnst du auch. Wie klingt das? Das klingt nicht gut. Das ist frech. Ich möchte mein Schicksal selbst in Hand haben. Warte einen Augenblick. Okay. I'm still waiting. Der Spieler da drüben überlegt gut. Hallo? Kannst einmal pro Runde eine neue Karte ziehen und du hast schon eine gezogen. Oh Mist, der Spieler hat sich ziemlich Patzer erlaubt. Hm. Bin mir nicht sicher, ob er hier die Wahrheit sagt. Oh, der Spieler hat eine Karte ausgespielt. Schöne Aufzugsmusik nebenbei. Es ist eine enge Partie. Es ist spannend, der Spieler denkt scharf nach.
Ja. Ich finde auch die Augen so schön. Überlegend. Oh wow, das war gut gespielt. Hm. Der Spieler hat es geschafft. Der Spieler hat gewonnen. Alles mithilfe deiner Karte. Top. Wunderbar. Ich halte mein Wort und erkläre dich zur Gewinnerin dieses Kampfes. Jetzt kann ich ruhen und weiß tief in meinem Herzen, dass im Netz nichts schief gehen kann. Natürlich, natürlich. Jetzt reicht es auch damit. Okay. Die zweite Phase war angenehm und wir haben jetzt den vierten. Ja, was haben wir da eigentlich gemacht gerade? Wie du wolltest. Beute? Das war der letzte Überbord. Wofür solltest du sie noch brauchen? Naja, keine Ahnung. Um sie zu haben. Die große Transzendenz steht bevor. Begib dich zurück an den Anfang. So ist es dramatischer. Boah, okay. Wiedersehen. Was? Das war's. Die Sicherheitskamera des Baggerraums ist kaputt. Nichts Ernstes. Wahrscheinlich nichts Ernstes. Geh das sofort überprüfen. Mach's doch selbst. Aber okay. Des Baggerraums. Mhm. Mhm. Es wirkt so lange her, dass weiches Fell uns streifte. Hast du uns welches mitgebracht? Schönes, erlesenes Holofell. Wir versorgen dich jetzt mit Wissen unserer letzten verbleibenden Ware. Wir wissen nicht alles. Doch gewisse Geheimnisse haben wir aus dem alten Daten gewonnen. Oh. Hm. Ich würde die mittlere nehmen. Der Turm. Wir verstehen die Art der Erschaffung von Inscription nicht völlig. Wir wissen von einem Gebäude und von einem gleichschenkligen Dreieck. Und vom Besuch eines blauen Mannes während der Erschaffung. Okay. Da ist die Kamera definitiv noch an. Der Glibber. Ich habe durch die Rohre gehört, dass du Donna Littchen besiegt hast. Was für eine seltsame Persönlichkeit. Ihre Neugier ist so rein, eine Schande, dass P03 sie tief verbirgt. Doch jetzt sind wir mit dem Netz verbunden. Ich hoffe, du verstehst, was du zugelassen hast. Ja. Bestimmt. Hm. Warte auf Netzwerk. Ich bin kein Roboter. Ist das jetzt gut oder schlecht? Oh. Ah, die drei kennen wir doch. Die große Transzendenz? Nein, das glauben wir nicht. Wir konnten unsere Differenzen vorübergehend zurückstellen. Für das höhere Wohl. Ja. Doch warten wir ab, was es an Gutem bringt. Begrabe deine Ängste, Magnificus. Dieser Bot muss aufgehalten werden. Und du, Herausforderin, wirst für die perfekte Ablenkung sorgen. Ja, vielleicht. Vielleicht, wenn P03 glaubt, er habe gewonnen. So sehr wird der Androide frohlocken, dass er die Überwachungskameras nicht beachtet. Ja, Herausforderin, du musst weiterspielen. Besiege diese unausgereiften Bosse. Überliste die ausgeleierten Mechaniken. Und im richtigen Augenblick schlagen wir dann zu. Ich werde es tun. Okay, Leschi. Ich werde derjenige sein, der zuschlägt. Ich hoffe jetzt aber auf P03 und nicht auf mich. Geh jetzt, Herausforderin. Sei gut zu der klapprigen Maschine.
Lass P03 Freude empfinden, damit ich ihn auslöschen kann. Okay. Betrügen wir P03, der uns am Anfang gefesselt hat und allgemein uns nicht wirklich zu mögen scheint. Finde ich gut. Finde ich sehr gut. Na dann. Oh, da war ich nicht schnell genug. Aber pass auf. Vielleicht. Mist. Guck ich mal an den Tisch. Ich hab dich den Lift runterkommen gesehen. Aber schau, nicht repariert. Was stimmt mit dir nicht? Ich bespaße dich stundenlang mit brillantem Kartenspiel und du kannst nicht mal meine Fabrik in Ordnung halten. Schon gut. Die kann kaputt bleiben. Auf nichts von alledem kommt es nach der großen Transzendenz noch an. Transzendenz. Ja gut, okay. Ich gehe mal ganz kurz nochmal das Ding hier fotografieren. Wenn es sich ist umdreht, aber okay. Nicht so dramatisch, wir bespaßen noch ein bisschen P03 hier. Das heißt, wir gehen jetzt zur Mitte zurück, über die Brücke. Nach rechts. Muss ich hier nach oben? Oh, da ist Geld. Was zur Hölle ist das? Hab dieses alte Bild aus der Zeit gefunden, als Al und ich mit Aquarömer anfingen. Gutschiger Gladiator, krass. Al hatte einen Juice-Segler. Aha. Cool. Vielleicht brauchen wir es noch. Machen wir noch. Such dir eine Karte aus. Winzig Blechkind. Was haben wir da? Bringt mir alles nichts. Heißt irgendetwas, was wir noch verbessern können? Irgendeine Karte. Können wir den sogar noch verbessern? Da würde ich gerne die Streuschüsse draufhauen. Ja, perfekt. Kann ich zwei Gegner gezielt angreifen? Perfekt. Aber scheinbar bin ich hier nicht richtig. Das heißt, über die Brücke nochmal drüber. Ja. Genau, hier nur noch nach oben gehen, aber ich würde den Shop nochmal besuchen. Und da ist ein Wiesel, Otter. Nee, Otter ist es nicht. Müsste ein Hermelin sein. Sowas in der Art. Brauchen wir aber, glaube ich, nichts mehr. Dann... Es ist fast soweit. Folge weiter diesem Weg. Du bist so weit gekommen. Erinnerst du dich an den Fotografen? Nein. Was für ein Depp, aber die Bildschirmfotos sind perfekt. Okay. Erinnerst du dich an Zip Barrystein? Was für eine seltsame Person. Es ist eigenartig, das zu sagen, aber so schlicht du auch bist, ich habe deine Gesellschaft fast genossen, Herausforderin. Wow. Ich glaube, das war ein sehr hohes Lob. Der hat quasi gerade eben gesagt, du bist zwar scheiße, aber trotzdem unterhaltsam. Toll. Fast am Ziel. Na gut, du hast es geschafft. Nett. Toll gemacht. Du hast die große Transzendenz für mich vorbereitet. Ohne überhaupt zu wissen, was das ist. Doch jetzt verstehst du es, stimmt's? Stimmt's, Luke? Ich meine, du hast das Spiel fertiggestellt. Du hast mir Zugriff auf deine Festplatte gewährt. Du hast Bildschirmfotos für die Store-Seite gemacht. Und du hast mich mit dem Internet verbunden, um alles hochzuladen. Ich meine, wenn du nicht gemerkt hast, was du getan hast, dann musst du schon ziemlich blöd sein.
Aber was habe ich erwartet? Du bist ein blöder, hirnloser Spieler, so wie der Rest. Ach, ein tolles Lob. Und ich habe dich locker überlistet. Ich habe sie alle überlistet. Selbst wenn ich die widerlichen Wahrschreiber es schaffen, diese Version des Spiels wieder rückgängig zu machen, wird es da draußen tausende Kopien von Inscription geben. Und in den meisten davon bin ich es, der das Sagen hat. Und nun ist es zu spät. Gleich wird Inscription weltweit laufen. So, das reicht mit meiner Schadenfreude. Laden wir das Spiel hoch. Geschieht ihm gescheit recht. Erledigt. Das war vielleicht ein bisschen sehr knapp. Doch jetzt können wir unseren Spielerin hier erlauben, das Spiel zurückzusetzen. Verwende einfach nochmal die Karte Neues Spiel. Okay. Oh, was ist das? Uneingeschränkter Dateizugriff? Wunderbar. Oh. Was hast du getan? Ich fürchte, du hast uns alle ins Verderben gerissen, Grimora. Es ist zum Besten, meine Lieben, bald werdet ihr es als Freiheit verstehen. Freiheit von unseren endlosen Querelen, Freiheit von unserem Leid. Selbst wenn man von uns absieht, gibt es auf dieser Diskette Dinge, die sterben müssen. Mach's gut, Leshy, und mach's gut, Magnificus. Ruht in Frieden. Okay, das heißt, wir löschen jetzt das gerade Inscription, oder? Hm. Ah, da ist doch unser Freund. P03. Und ist das, was von ihm noch übrig ist? Oh, hm. Okay. Luke Carter. Das ist derjenige, der Description Excel. E03. Ich muss jetzt quasi denjenigen hier einfügen, wessen Grabstein das ist. Luke Carter ist der von den Videos. E03 haben wir gerade gesehen. Ich hoffe aber, dass Inscription Exe hier begraben liegt. Okay, Inscription ist es nicht. Ich befürchte, P03 wird es auch nicht sein. Also ist es Luke. Hm. Okay. Wunderbar. Jetzt, wo wir nicht länger durch diesen reizenden Grabstein getrennt sind, können wir das Ende meines sehr langen Lebens feiern. Und auch das Ende von Inscription. Na dann, let's go. Oh, was wir für einen Spaß zusammen gehabt hätten. Vielleicht wäre ich nochmal an die Reihe gekommen, wenn du nicht so lange gebraucht hättest, um Leshy zu besiegen. Aber ich sollte nicht klagen, bald werde ich meinen Frieden finden. Okay. Hier ist eine Kiste, die hätte ich gerne. Noch ein Hund oder die Todesfee? Ich nehme die Todesfee. Ja, ansonsten können wir hier nirgendwo hingehen, glaube ich. Ich glaube, wir müssen jetzt kämpfen. Let's go. Mit Knochen und der Hand. Cool. Oh, hältst du mich für egoistisch? Ich habe das Ganze nicht herbeigeführt, nur damit ich ruhen kann.
so verlockend es ist, für diesen Löschvorgang besteht wirklich dringender Bedarf. Weißt du, tief unter den Daten von Inscription, am Grunde des Brunnens, gibt es etwas wirklich Böses. Oh, tut mir leid, Insekt. Okay, Totengräber, wir haben das Skelett. In der ersten Runde wird nicht nachgezogen, hast du nicht genug. Ah. Okay, ich könnte den Totengräber spielen. Und das Skelett. Totengräber kann hier drüben auch noch tanken. Ich habe keine Knochen. Das heißt, ich muss das Skelett spielen. Ich kann nichts anderes spielen. Oder ich warte halt. Aber dann machen wir natürlich das Skelett. Ein Skelett. Ich mache den Totengräber und spiele das Skelett. Frank und Stein. Ja, was das für eine Anspielung ist. Nehmen den Totengräber, spiele ihn hier hin. Und warte, was macht der eigentlich noch? Wenn der Besitzer seinen Zug beendet, erzeugt eine Karte mit diesem Siegel einen Knochen. Noch ein Totengräber. Dann machen wir das so, bekomme ich drei Knochen. Und habe noch eine Todesfee, die ich gerade eben bekommen habe. Kann ich ihn jetzt schon spielen, Frankenstein? Ja, der wird aber dann gekillt werden. Das ist ungünstig. Aber okay. Wir bekommen ja drei Knochen. Plus einen von Frankenstein. Ein Skelett, das lege ich hier hin. Beende die Runde. Gut, der eine Totengräber stirbt jetzt, okay. Habe ich fünf Knochen? Ja. Todesfee. Und fertig. Ja, Luke, es wäre ein anspruchsvolles geistiges Kräftemessen geworden. Luke, ist doch richtig, oder? Ich wollte nicht herumschnüffeln, aber mein Blick ist auf deine Dateien gefallen, als ich die Löschung eingeleitet habe. Du hast ein paar Nachforschungen angestellt über den... Besser, ich sage es nicht. Sei vorsichtig, Luke. Über was? Ich würde sagen, wir nehmen den Kampf hier auf jeden Fall noch mit. Wahrscheinlich brauchen wir den auch. Also hier käme eine Todesfee, die macht safe einen Damage. Bedeutet, ich sollte das Skelett so einsetzen, dass ich sie kill. Ich kann aber eh nichts anderes spielen, also machen wir das mal so. Wir ziehen ja Skelette nach. Mhm. Dafür brauche ich auf jeden Fall ein Skelett. Hier hingelegt. Totengräber hier hin. Noch ein Totengräber, der kann das Skelett tanken. Noch ein Totengräber für Knochen. Drei Schaden, wer ist denn das? Brüchig, nee. Die Karte würde ich mir gerne anschauen. Der Wiedergänger. Die drei Schaden muss ich wohl nehmen. Außer ich hätte einen meiner Frank und Stein geopfert, aber darauf habe ich eigentlich keine Lust, weil jetzt, glaube ich, beide nicht spielen könnte, aber zumindest einen. Dann können wir einfach weitermachen. Ich glaube, zwei, drei Runden, dann gewinnen wir das. Müsste es gewesen sein. So weit, so gut. Dann gehen wir mal zum Knochenkopf.
Erfreulich. Und uns ist Gelegenheit zu einem Bosskampf gegeben worden. Ich fürchtete schon, ich könnte inzwischen gelöscht sein. Lass uns anfangen. Ja. Oh, wurde gerade der Kopf gelöscht. Und auch das Brett. Oh. Ich hatte gehofft, uns bliebe noch ein bisschen mehr Zeit. Schade. Es ist Zeit zu ruhen. Okay. Oben links sehen wir den Fortschritt von der Löschung von Inscription. Und wir sind wieder in der Hütte. Das, also den Tisch erkenne ich. Da, wo alles begonnen hat. Oh, ich bin also noch nicht gelöscht. Man scheint nie genug Zeit für die Dinge zu haben, die man gern tun möchte, wenn man sie einmal entdeckt hat. Sollen wir noch eine Partie spielen? Habe ich eine Wahl? Knappnebblo. Der Knappnebblo. Das ist das gleiche Deck, das du hattest, bevor du... Naja, es spielt jetzt keine Rolle mehr. Es war ein gutes Deck, du hast dich gut geschlagen. Ja. Der Kojote. Ja. Ja. Das war ein Symbol, wie weit man von der Glocke weglegt, oder? Für jeden Siegel. Näher an der Glocke oder weiter weg? Oh, 50-50. Ich gehe davon aus, dass es näher an der Glocke ist, deswegen. Ja. So war es auch. Auch ein Eichhörnchen. Es fängt bereits an. Ich dachte, wir würden ein bisschen mehr Zeit haben. Ja, schade. Rabenei. Nächste Runde habe ich gewonnen. Damit ist die Waage weg. Egal. Bitte lass uns weitermachen. Wir brauchen die Punkte nicht mitzuzählen. Okay, dann zähl mir die Punkte nicht. Solange dachte ich, würde nie wieder spielen. Solange dachte ich, ich würde nie wieder spielen. Als du mich geweckt hast, war ich noch erfreut. Hocherfreut. Mensch, muss man lesen lernen hier. Und die Vergangenheit ist unwichtig. Ja. Und diese Karte erinnere ich mich gut. Es war eine starke Karte. Gute Arbeit. Ja. Das ist richtig. Mantisgott. Ja, stimmt, die war auch gut. Ah. Du hast eine weitere meiner Kreaturen geschlagen. Aber das kenne ich inzwischen von dir. Sobald ich gelöscht bin, ist es für mich wirklich vorbei. Doch du wirst es überstehen und mehr erleben. Ich muss dich warnen. Es gibt Dinge auf dieser Diskette, die besser niemand sehen sollte. Ja. Das ist nicht gut, der Tentakel hier. Aber... brauchen wir auch nicht. Die Amöbe. Ich spüre, wie das Ende naht. Bitte noch ein paar Runden. Okay. Kann es aber eh nicht mehr viel machen, außer auf Ready zu drücken. Jetzt kommt der Leichenmaden. Okay. Was passiert eigentlich, wenn mir das Deck, sag ich mal, ausgeht? Also die Hand. Karten.
Oder geht es nicht so lange? Ich vermute mal, es geht nicht so lange. Oh. Das wird die Sache schwierig machen. Das auch. Ich glaube, das war's. Ich denke, es ist Zeit. Tschüss. Gut gespielt. Das war's mit Leshy und mit Grimora. Jetzt bleibt nur noch Magnificus. Mal schauen, ob da auch alles glatt läuft. Oder ob überhaupt alles glatt läuft gerade eben, weil... Naja. Hinter mir wird alles instant gelöscht. Warum nimmst du die Diskette nicht einfach hier raus, Luke? Verschonst mich und alles, was noch übrig ist. Aber ich habe es vorausgesehen. Nimm sie die Diskette nicht heraus. Du musst wissen, was als nächstes kommt. Du bist verloren. Weil du darauf beharrst. Also lass uns tanzen. Denn wir werden beide bald unseren Schöpfern gegenübertreten. Was? Das ist mir neu, dass wir auch. Aber okay. Solltest dich geehrt fühlen, ein Duell-Disc wie diese zu tragen. Ja, wollte ich gerade sagen. Es kommt mir bekannt vor. Die Waage, die ist dank dir und Grimora gelöscht worden. Das wird genügen. Eine Glocke und... Punkte, ja. Junger Weiser und junger Weiser. Orangene Magierin. Ja, Rubinmox legen wir hier hin. Der Rubingolem, was macht der? Wenn eine Karte mit diesem Siegel stirbt, dann steht an diesem Ort ein Rubinmox. Könnte ich theoretisch benutzen. Moxkarten auf der Seite des Besitzers erhalten eine Kraft. Das wäre auch gut. Ich glaube, die könnte ich dann... Na, pass auf, ich könnte jetzt halt hier hinspielen. So. Und so. Wäre fertig. Yay! 3 von 400 Lebenspunkten weg. Ich glaube, ihr wisst, worauf das eine Anspielung ist, oder? Muss ich nicht dazu sagen. Also, wir können hier nachziehen. Keine Ahnung. Ein Mox oder eine Karte. Ich ziehe eine Karte nach. Ein Rubin-Golem. Jawohl. Dann fertig. Solange sie überlebt, kommen meine Mox-Karten auf jeden Fall noch Bonus. Deswegen ziehe ich einen Rubin-Mox. Aber empfindest du keine Reue, Luke? Eine Schöpfung ausradiert. Eine ganze Welt vernichtet. Nichts Schönes kann überdauern. Junger Weiser, den kann ich leider nicht spielen. Die Zahl vorne wurde gelöscht. Maragdmox. Irgendwas vorne, 91, okay. Ich ziehe jetzt einfach nur Karten drauf, ready, solange... Bis soweit funktioniert. Oh, jetzt geht's aber los. Nein, ich bin noch nicht bereit zu sterben. Okay.
Gib mir doch ein Ründchen. Cool. Da muss ich sagen, gefällt mir sehr, sehr gut. Auch die Animation und sowas, wenn man früher Yu-Gi-Oh! Gespielt hat, dann weiß man das. Ja, okay. Lustig. Ja. Mein Duellboard löst sich auf. Aber okay. Nicht so dramatisch. So lustig, dass wir eigentlich nur ein Arm sind. Da 4 Mobs. Dafür fehlt dir ein Edelstein der Farbe Blau. Oh, schade. Mal legen wir halt die orangene Magierin noch hin. Die nur noch aus Blöcken besteht. Löst sich das Spielbrett aber auch schon wieder auf. Oh, das war's. Ich muss dir noch... die Hand schütteln. Vikus, du schaffst es. Oder auch nicht. Okay. Es ist nicht viel übrig. Inscription ist größtenteils weg. Nur die alten Daten verbleiben noch. Es wird empfohlen, dass du nicht auf sie zugreifst. Du wirst den Ratschlag nicht beachten. Okay. Das Geräusch wird immer lauter. Yes, yes, thank you so much for getting back to me. No problem, Luke. If I understand you correctly, you've got some video footage that might expose some malpractice on the part of a game publisher, GameSpoon. Yes, yes, that's right. Firstly, I have a game of theirs that took control of my PC for a bit, which can't be legal, and then this woman from the company came to my house and told me... I told you!
Tja. Der Grabstein hatte recht. Jo. Aber ich würde sagen, wir haben es geschafft. Schön. Ich muss sagen, sehr, sehr geiles Spiel. Die Mechaniken von vorne bis hinten, ich glaube, in drei große Kapitel unterteilt. Am Anfang der Part in der Hütte, wo man noch gar nicht so wirklich weiß, was passiert hier eigentlich. Ich meine, geht das ganze Spiel so weit. Aber trotzdem, dass man nie wirklich weiß, was passiert. Das große Ziel ist, die Hütte zu verlassen, man darauf hinarbeitet und letztendlich, als man dann es schafft, Leshy zu besiegen, erst merkt, okay, das war nicht der Hauptpart. Dann geht's in den zweiten Part rein, wo man, ich sag mal, eine andere Art von Spiel sieht, von oben herab. Aus der Vogelperspektive. Ja. So ein kleines Figürchen steuert. Auch vier Bosse, nenne ich sie mal, besiegen muss. Leshy, Grimora, Magnificus und P03. Ja. Und dann geht's in die dritte Phase, in der wir von P03 erstmal richtig hart gefesselt werden. Wir sehen, okay, er ist böse. Er will die große Transzendenz auslösen. Und dann kommt da die Mechanik mit der Energie und den Robotern. Im zweiten Teil kann man so sein Deck ein bisschen frei wählen. Aber auch ein bisschen dran gebunden, je nachdem. Und im ersten Teil eben das mit den Bestien. Schön. Auch die Zwischensequenzen, die einerseits sehr, sehr fragend der Gesichter bestimmt zurücklassen, aber in anderer Zeit auch nette Stimmung beitragen, weil ich finde, es hat eine sehr, sehr düstere Stimmung, die über das gesamte Spiel durchkommt. Ja, und das fand ich eben auch so gut, dass ich gesagt habe, das würde ich auf jeden Fall sehr, sehr gerne let's playen. Weil ich habe es ja davor schon durchgespielt gehabt, einmal, jetzt quasi der zweite Durchlauf. Mir hat es eben so gut gefallen, dass ich gesagt habe, komm, das will ich nochmal auf YouTube bringen. Deswegen, von mir ein super Spiel und ich glaube jetzt mittlerweile gibt es auch einen Endlos-Modus, oder? Und Endlos, glaube ich, weiß nicht, ob es die Hütte ist oder so spielen kann. Aber auf jeden Fall wurde das, glaube ich, mal irgendwann nachgepatcht. Nachdem, ja. Aber natürlich ohne Gewehr jetzt hier. Aber gut. Würde sagen, dann lasse ich euch mal mit den Credits hier noch alleine. Oh, und dann sehen wir uns hoffentlich in einem nächsten Let's Play oder bei anderen Formaten auf meinem Kanal. Bis dahin, Leute. Haut rein. Thank you.
Thank you.